Hallöchen Leute und willkommen zu Dirt 4, einem Let's Play, auf das ich mich extrem gefreut habe. Hier ist euer Dave und wir können das Ganze schon ein wenig im Voraus anzocken auf der PlayStation 4 Pro. Ich habe einen Key erhalten und darf das Ganze ab heute dann mit euch teilen. Und wie schon gesagt, ich freue mich extrem auf das Game. Ich habe Dirt Rally sehr, sehr gerne gespielt und Dirt 4 soll so ein wenig die Inhalte von Dirt 2 und 3 bzw. den Umfang vereinen mit dem Handling, was Dirt Rally geboten hat. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Rennen in Dirt sind ein einzigartiger Nervenkitzel. Dein Auto gleitet durch die Kurven. Es ist wie Musik. Du findest deinen Rhythmus und tanzt mit der Gefahr am Rande der Kontrolle. Das Adrenalin durchströmt deinen Körper. Die Welt um dich verschwindet. Und es gibt nur noch dich, dein Auto und die Konkurrenz. Sei furchtlos. Hallo und willkommen bei Dirt 4. Mein Job ist es, dich auf deinem Weg zur Fahrerlegende zu begleiten. Erzähl mir doch ein bisschen von dir. Ja, das können wir ja tun. Oh, da habe ich ja direkt meinen Namen schon drin. Jawohl, da sind wir direkt drin. Ja, ansonsten, dass wir auf der PS4 unterwegs sind, bedeutet auch, dass ich heute ein wenig vielleicht Problemchen bekommen könnte, denn ich habe mich sehr schon an Lenkräder gewöhnt und auf der PS4 kein passendes Lenkrad, deswegen heute mit dem Controller. Und wenn ich dann die Vollversion für den PC auch habe, dann wird es zum einen, glaube ich, einen Livestream direkt geben am Release-Tag. Ich werde da mal gucken, ob ich da was zusammenstellen kann. Und ansonsten wird es auf jeden Fall dann auch mit dem Lenkrad-Gameplay geben. Ich glaube, dass man da eine ganze Stange präziser lenken kann. So, RaceNet, gut, machen wir mal später. Okay. Kümmern wir uns erstmal um die Grundlagen. Welche Fahreinstellungen möchtest du gerne wählen? Ja, wir möchten gefordert werden. Let's go. So, ansonsten habe ich schon vieles gehört vom Spiel. Wir springen ins erste Event und ja, ich freue mich einfach extrem drauf. Ich freue mich wirklich extrem drauf, weil Dirt Rally hat einen Heiden Spaß gemacht und jetzt soll auch die Präsentation und so passen. Das ist alles so ein bisschen mehr ausgearbeitet. Und ich kann es kaum erwarten, loszulegen, Leute. Ich habe schon viel von der Karriere gehört, dass sie unheimlich motivierend sein soll und es sollen auch sehr, sehr coole Elemente dabei sein, was das Ganze motivierender auch gestaltet. Das ganze Gameplay auch. Fitzroy, Australien. Hier kannst du dich optimal mit dem Rally-Auto vertraut machen. Du hast zwar keinen Erfolgsdruck, aber es sind einige Talentscouts hier. Man weiß ja nie. Vielleicht landest du mit einer guten Leistung ja sogar in einem Profiteam. Ein Beifahrer und Ausbilder stehen dir kompetent zur Seite. Viel Glück. Das hier ist ein M-Sport Ford Fiesta R2. Er hat Vorderradantrieb, ein sequenzielles Getriebe und der Motor ist zwar klein, hat aber ganz schön Wumms. Ein gutes Anfängerauto. Ich werde runterzählen wie bei einer echten Wertungsprüfung. Wenn ich also lossage, gibst du Gas. 5, 4, 3, 2, 1, los! Okay, lass uns herausfinden, wie es sich anfühlt, wenn sich das Auto verlangsamt. Geh vom Gas und du merkst, wie es langsamer wird. Wenn du fertig bist, beschleunige wieder. Da vorne ist eine Kurve. Verwende diesmal die Bremsen, um dein Auto zu verlangsamen und lenke sanft in die Kurve ein. Noch ein paar Kurven. Versuch einen Rhythmus zu entwickeln. Für den weiteren Streckenverlauf solltest du meinen Anweisungen folgen. Wir verwenden das 6-1-System. 6 steht für eine schnelle, weite Kurve. Eine 1 ist sehr eng. Rechts 6, in links 5 über Kuppe. 80 durch Senke, 80.
Links 5. In rechts 4. In links 3 über Kuppe. Nicht schneiden. In rechts 5. Senke. Kuppe. Weitere Beschreibungen sind 90 Grad, Kehre und scharf. In diesen Kurven könntest du die Handbremse brauchen. Versuch es an dieser Abzweigung da vorne. Senke rechts, 5, Kuppe, kehre links, Wellen 60. Spitze. Uiuiui. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich werde dir für die restliche Strecke Anweisungen geben, damit du dich wie im Wettkampf fühlst. Ein wenig ungewohnt. Rechts, 5, lang. Achtung, Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts, 5. Senke. Welle, Brücke, 100 durch Senke. In Kuppe, vielleicht Sprung. 80 bis 10. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Direktes Maximum ausloten aus dem Auto. Okay, bring es zum Marshall. Ah, okay. Ah, hier durchfahren. Ah, das ist ja cool gemacht. Geil. Hi. Sehr gut. Ja, servus. So, Handlingstil, nee, danke, das passt schon. Sehr beeindruckend. Basierend auf deiner Leistung solltest du für den Schwierigkeitsgrad Pro geeignet sein. Aber entscheide selbst. Okay, gut, da sind wir auch an der Stelle, da habe ich ein bisschen schon was gehört. Man kann den Schwierigkeitsgrad natürlich selbstverständlich anpassen, das ist ja schon Gewohnheitssache hier bei Rennspielen. Bei der KI hat man 4 Schwierigkeitsstufen, Restarts, und das wird interessant jetzt. Ihr habt keine Rewinds mehr, wie bei ganz früheren Dirt-Games, sondern ich glaube, das kam mit Dirt 2 auf, sondern jetzt ist es mittlerweile so, ihr habt ja Neustarts, die ihr dann für eine Rallye oder so habt. Und je weniger natürlich, desto höher der Bonus, den ihr bekommen könnt. Automatische Reparaturen lassen wir aus, ABS machen wir auch aus. Okay, da gibt's auch mehr Kohle für, sehr schön. Scheinwerfer, Scheibenwischer, lasse ich mir mal fürs Lenkrad später noch offen. Auf dem Controller ist es mir ein bisschen zu fummelig, das Ganze. Getriebe manuell sequenziell. So, da leider keine Handschaltung. Ansonsten passt alles, würde ich sagen. Außenkameras auch erlauben. Ja, ich denke mal, mit dem Controller werde ich aus der Außenperspektive auch fahren. Ja, es war ein sehr sympathisches Tutorial, muss ich sagen. Am Anfang fing es ein bisschen komisch an mit geh vom Gas, um langsamer zu werden. Dachte ich auch, okay, komisch. Aber ansonsten, zum Beispiel das System 1 bis 6, je niedriger die Zahl, desto enger ist die Kurve, desto stärker müsst ihr halt quasi lenken. Das ist dann für vor allem Rallye-Neuling ziemlich, ziemlich gut. Gut, da sind wir so ein bisschen drüber hinaus, aber wie gesagt, das soll ja auch ein bisschen erklären, deswegen heißt es ja Tutorial und deswegen ziemlich, ziemlich cool gemacht. Gut, ansonsten geht's mit dem Subaru weiter. Willkommen in der Dirt Akademie. Hier kannst du üben und wichtige Techniken lernen. Starten wir mit einer kurzen Fahrt, um dich ans Auto zu gewöhnen. Dieses Auto hat mehr Kraft als das in Australien und zudem Allradantrieb. Also solltest du dich in den Kurven deutlich stabiler fühlen. Ah, ich muss jetzt selbst schalten, stimmt. Okay, so. So ändere ich die Perspektive. Jo, mit dem Controller. Da fühlt sich das, glaube ich, besser an. Ansonsten hier die Motorhaubenperspektive. Die ist halt am übersichtlichsten. Moment, gab es etwas, was ich machen sollte, was ich jetzt quasi missachtet habe? Gibt es irgendein Ziel hier? Okay, das ist lediglich eine Pfütze. Wie fühlt sich das Auto an? Du kannst das Fahrverhalten jederzeit über das Optionsmenü anpassen. Oh, fühlt sich sehr gut an. Okay, schön, aber ich verstehe nicht ganz, was wir hier jetzt tun sollen. Einfach nur ein bisschen rumcruisen. Kann's weitergehen?
Wir hätten da ein paar Lektionen, wenn du Lust hast. Öffne das Dirt Akademie-Menü und leg los. Ah, okay, gut. So, Lektion, grundlegende Fahrtechniken, gerade bremsen, Gewichtsverlagerung. Okay, das ist auf jeden Fall auch cool gemacht, mit Platten fahren. Gaskontrolle. Okay, das ist ziemlich cool. Pendelmanöver, Pendulum Turn, das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. So, kann man sich auch mal anschauen. Auch die verschiedenen Antriebsarten werden erklärt. So, dann hier die Disziplin. Gut, ansonsten, gut, ich würde sagen, wir heben uns das für später oder so auf, oder das mache ich zwischen den Folgen mal. Du hast nach der Einführung an der Dirt Akademie deine erste Lizenz verdient. Mit ihr kannst du an den Rallye-Events in Michigan teilnehmen und deine erfolgversprechende Karriere beginnen. Ja, aber ich glaube, das wäre für den Anfang einfach ein bisschen zu langatmig. Also, wenn ich sie mal brauchen sollte, werde ich sie auf jeden Fall nachholen und vielleicht euch auch mal ein bisschen was dazu erklären. Ansonsten, ja, Pendulum Turn oder so. Stand ja auch schon ein bisschen was. Mit der Gewichtsverlagerung arbeitet Willkommen man da viel. Im Home-Menü von Dirt 4. Hier kannst du Events auswählen und dich direkt auf die Strecke begeben. So, Autohaus. Da möchte ich mich mal ein bisschen umschauen. Was gibt's denn hier alles? R2-Klasse. Okay, da haben wir auch die R5-Klasse. Na, hier sind noch ein paar zu wenig drin gefühlt. Gibt es da DLC-Autos oder welche, die man noch freischalten müsste? Oh ja, jetzt wird es ein bisschen schöner. Ja, nice. Gut, ich würde sagen, wir springen gleich direkt in Event rein. Das hier ist deine Rennzentrale. Wähle Karriere, um deinen Weg zum Ruhm zu starten. Let's go. Ich habe ihm auch leider nicht ganz zugehört, aber ist auch egal. Bei einer Rallye fährt ein Teilnehmer nach dem anderen eine Wertungsprüfung. Diese sind unterschiedlich lang, können holprig und kurvenreich sein und bieten verschiedene Oberflächen, wie Schotter, Asphalt oder Schnee. Für den Erfolg brauchst du ein hohes Konzentrationsvermögen, ein Ohr für deinen Beifahrer und Nerven aus Stahl. Ein Event besteht aus einer oder mehreren Wertungsprüfungen, während derer du dein Auto reparieren kannst. Die schnellste Gesamtzeit aller Wertungsprüfungen gewinnt das Event. Ja, also eine klassische Rallye. Dein Ziel ist der Sieg in der weltweiten Rallye-Meisterschaft und ein Platz unter den Besten. Du. Ja, er redet ein bisschen lang immer, ne? Gut, KI, ja, lassen wir mal auf hart. Neustarts 5, brauchen wir das? Eine Strecke vor allem, naja. Neustarts kann ich da eigentlich mal rausnehmen. Machen wir mal einen. Anwenden. So, Fahrzeug, unser Fiesta. Okay, gut, unser ist relativ. Ein gemieteter Fiesta. Gut, legen wir los mit unserem ersten Event. Also mit unserem ersten richtigen Event in der Karriere. Man kann sogar, das möchte ich an der Stelle auch mal vorwegnehmen, für all die Leute, die sich eventuell auch für das Spiel interessieren, sein eigenes Team gründen, habe ich gehört. Und wenn das geht, ja, das wäre ziemlich, ziemlich geil. Vor allem ein bisschen wie ein Grid, wo man einen eigenen Teamkollegen oder so hat. Wie gesagt, ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie es ist, aber wenn es so ist, dann Hammer. Gut, ansonsten optisch ist es ganz gut. Der Sound knallt ordentlich. So, schließt das Event als erster ab und mindestens auf 20. Okay, also Mehrklassen-Event. Oder auch nicht. Gut, Testfahrt. Könnten wir mal kurz machen. Streckeninstruktionen. Okay, gut. Ich hoffe aber, dass ich mit dem Ford Fiesta nicht allzu viele Probleme bekommen sollte. Deswegen legen wir einfach mal direkt los. Also, viel Glück. Ich hoffe, dass ich auch auf dem PC nochmal mit 4K und so aufwarten kann, dass mein PC das schafft. 4, 3, 2, 1, los. Linksseite, Überpumpe, 60. Rechts, 6. Okay, Cockpit finde ich besser. 40, durchsenke. Rechts 6, Überpumpe, nicht schneiden.
rechts 6. In links 4, lang. Macht auf, Innenhalt, 150, rechts halten, über Kuppe. 110 über Wellen, 60. Rechts 5, Mecht schneiden und rechts 4, Mecht schneiden, 100. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Rechts 4, lang, Mecht schneiden und rechts 6, Mecht schneiden, 200. 200 über Wellen, 100. Links 6, nicht schneiden. Und links 4, lang, 250. 200 über Wellen. Oh mein Gott. Huiuiui. Da wird's eng. Rechts 6. Und links 5, 40 durch Senke. Rechts 6, über Kuppe, 200. 200 über Wellen, 80. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 250, bis Ziel. Okay, fahr zum Marshall. Jawoll! Eine Sekunde Vorsprung. Ey, das Delta, das ist schon in Assetto Corsa und so schlimm, wenn man die ganze Zeit da hingucken möchte. Aber vor allem im Rallye-Sport ist es absolut ungeeignet. Gut gemacht. Für euch natürlich ein toller Service, aber wenn ich da einmal hingucke, dann liege ich ganz schnell in einem Baum. Boah, Leute, sehr schön. Diese Wertungsprüfung bewerten, ach komm, immer 5 Sterne verteilen. Wir sind gutmütig. Und wir haben gewonnen. Da kann man nur zufrieden sein mit der Strecke. Ja, geil. Puh, Schwierigkeitsgrad nicht zu hoch gegriffen. Mindestens 20. geworden, immerhin. Und 2550 Credits verdient. Achso, Teamabzüge. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas beschädigt oder so. Okay, schön. Fast 20.000 Credits. Okay, Rufsystem gibt's auch. Sehr gut. Du hast eine neue Lizenz erhalten und fährst jetzt regional. Genau. Oh, sorry, ja, den habe ich wieder weggedrückt, aber gut, ich glaube, so extrem elementar Wichtiges sagt er auch nicht. Neue Lizenz, kannst jetzt neue Events fahren und so weiter und so fort. Ey, es ist cool. Nimmst du lange an nationalen Meisterschaften teil, bis du genug Events für eine internationale Lizenz bestritten hast. Also auch die Fahrphysik, sehr eingängig, sehr schön zu fahren und wir haben was im Postfach, da gucken wir mal ganz kurz rein. B. Hartmann, Benachrichtigung eines Teamangebots. Okay, was ist das? Schau regelmäßig nach, okay, das ist die Erklärung vom Postfach, ich dachte, das ist die Erklärung vom Dingens. Ja, also gut, natürlich wäre es schön für euch zu fahren, aber wahrscheinlich kriege ich jetzt beim nächsten Event 2 verschiedene Angebote unterbreitet. Okay, gut, das wäre natürlich logisch. Fahrzeug. Ja, genau. Gut, 5 PS mehr. Allgemein Vierzylinder. Hier der Turbo drin. Und ich muss halt sagen, ich mag tatsächlich auch Ford und ich mag den Fiesta. So, Schwierigkeitseinstellung. Ja, Neustarts. Lassen wir mal einen drin. Zur Sicherheit. So, und hier haben wir nun 2 Etappen vor uns. Und gehen in den Servicebereich. Wir können auch mal gleich gucken, was es alles setupmäßig einzustellen gibt. Da gibt es wahrscheinlich auch einiges, was man umstellen kann, damit man das Fahrzeug an seine Wünsche anpassen kann. War ja auch schon in Dirt Rally so. Und allzu große Rückschritte werden die da auch nicht machen oder Simplifizierung oder so. Ich denke schon, dass da einiges Cooles drin ist. So, 4 Sekunden oder weniger Strafzeit, mindestens 12. werden und saubere Wertungsprüfung. Schließe während des Events mindestens eine saubere Wertungsprüfung ab. Okay, also denen geht es auch um sauberes Fahren. Gut, ansonsten hier. Fahrzeugtune, Reservereifen. Okay. Gut, die Ausrichtung. Spur und Sturz haben wir hier. Dann haben wir hier die Bremskraft und die Balance. Okay, sehr schön. Das Differential, das Getriebe. Okay, schwer abzuschätzen hier. Dämpfung, Federn und das war alles.
Okay, gefühlt fehlt da so ein bisschen was. Oder bin ich schon ein bisschen von Assetto Corsa verwöhnt in letzter Zeit? Weiß ich nicht. Startreihenfolge. Das finde ich auch ganz schön, dass man nicht unbedingt immer als letztes fährt, weil das war in Dirt Rally so. Und nach dir konnte keiner mehr eine Zeit nachsetzen. Und das ist hier ein bisschen, glaube ich, anders gelöst, dass du hier nun mal... Stellen in unserem Aufschrieb achten. Also, volle Konzentration. Okay, mache ich. Hier kann auf jeden Fall einer eine Zeit nachsetzen. In Dirt Rally warst du quasi immer der Letzte, der eine Zeit gefahren ist. 3, 2, 1, los! Rechts 6, über Kuppe, nicht schneiden, 200. 200 über Wellen, 100. Rechts 5. Und rechts 4, 200. Rechts 6, über Kuppe, 80. Oh, das Delta. Rechts 6. Und links 5, 40, durch Senke, Spritzwasser. Rechts 6, über Kuppe. In oh, Mann. Links 6, durch Senke, rechts 5. Ich höre Fehlzündungen. Und links 6, 200. Links 6, über Kuppe, Senke, 80. Was hört der? Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden. 200, links 4, lang, innenhalten, nicht schneiden. 150. Rechts 4, lang, mach zu, innenhalten. Und links 6, nicht schneiden. Links 6. Und rechts 4. In Wellen. Und links 6. Rechts 6, nicht schneiden. Und Wellen, in links 4. Und rechts 6, 200, bis Ziel. Na komm schon. Langsam zum Marshall. Uiuiui. Oh, am Ende nochmal alles versucht rauszuholen. 3,4 Sekunden Rückstand. Aber der dritte Platz ist okay. Puh. Wertungsprüfung abgeschlossen. Platzierung und Streckenzeiten wurden bestätigt. So, ist das Fahrzeug wenigstens sauber, oder? So, Wertungsprüfung bewerten. 5 Sterne geben wir wieder und springen direkt weiter. Bewerten könnt ihr auch sehr gerne, wenn ihr mögt. Würde mich sehr freuen. Gut, ansonsten ab zur zweiten Etappe. Mal gucken, ob wir da ein bisschen mehr rausholen können. Okay, gut. Da soll es sehr, sehr lange geradeaus gehen. Muss ich mir merken. Gut, ansonsten können wir ein bisschen was beim Fahrzeug reparieren oder bekommen wir jetzt in den Servicebereich anscheinend. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr heiß wieder auf Rally. Ich bin sehr heiß auf Rally. Ich habe viel zu lange schon kein Rally-Spiel mehr gespielt. Die Beziehung zu den anderen Teams ist natürlich auch eine sehr coole Sache, ja. Okay, Fahrzeug reparieren, da muss ein bisschen was getan werden tatsächlich. Gut, empfohlene Reparaturen, da könnt ihr es euch alle ein bisschen abkürzen. Ansonsten inspizieren. Okay, Fahrzeug waschen. Ah, okay, gut. Ja, wir haben insgesamt 45 Minuten Zeit. Moment, nee, 30 Minuten. Ab da gibt es noch eine Strafe. Und das Inspizieren müssen wir ebenfalls tun. Okay, nicht wieder anzeigen. Um zu schauen. Was sonst noch beschädigt sein könnte. Gut, keine Abnutzung, alles wunderbar und da können wir das Fahrzeug sogar nochmal waschen. Jawohl, nicht wieder anzeigen. Wunderschönes Auto und ja, wir bleiben bei unter 10 Minuten, bei unter 9 Minuten sogar. Die Reparaturen werden bestätigt und ja, dann würde ich sagen, springen wir gleich in die zweite Etappe. Gut, ansonsten... Ich überlege, ob ich schon was einstellen sollte. Ich lasse erst nochmal alles beim Standard. Ich habe erfahren, dass heute auf der Strecke ein Unfall passiert ist. Ui, einer ist schon mal raus. 4, 3, 2, 1, los. 200 über Wellen, 250. Rechts 4, lang, innenhalten, nicht schneiden, 60. Rechts 6, nicht schneiden. Und Wellen,
In links 4. Und rechts 6. 80. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Rechts 6 und links 5. 40 durch Senke. Spritzwasser. Rechts 6. Über Rücken. Rechts 4. Lang. Nicht schneiden. Und rechts 6. Nicht schneiden. 80. Kuppe. 60. Scharf rechts 60. Pfosten außen. Links halten. Über Kuppe. Links 5. 150. Ui. Links 4. Lang. Innen halten. Nicht schneiden. Oh, das ist geil gemacht. Das ist echt cool. Links 4. Lang. Innen halten. Nicht schneiden. 100. Rechts 4. Lang. Und rechts 6. 250. 200 über Wellen. 200. Komm schon, über 3 Sekunden, damit wir hier sicher Erster sind. 200 über Wellen. 150. Bis Ziel. Alles klar, langsam für den Marshall. 5,7 Sekunden Vorsprung, jawoll. Das ist auch noch der höchste Schwierigkeitsgrad. Aber, ja, wie gesagt, ich habe viel Dirt Rally gespielt. Und es ist erst nochmal der Anfang. Sehr gut gelaufen, tolle Wertungsprüfung, gut gemacht. Also muss man auch dazu sagen, das ist erst noch der Anfang. Das sind noch die langsamen Fahrzeuge, deswegen überbewerten darf man das Ganze auch nicht. Eventergebnis Erster und wir schauen mal. Okay, 5 Sekunden, der Abstand bezieht er sich, Moment, auf was bezieht er sich denn jetzt? Okay, Bestenlisten, da können wir auch mal schauen. Global sind schon einige unterwegs, wahrscheinlich irgendwelche Finnen vorne. Oh, Dirt-Spieler. Moment, der erste Finne ist wo? Okay, gut, ein paar Norweger. Schweden ebenfalls ein bisschen vertreten. Ach, kommt schon. Also dazu fällt mir nur, ein. Ja, nee. War aber cool. Ey, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice gewesen. Die ersten zwei Events direkt gewonnen. Und das, obwohl wir hier in der ersten Etappe lediglich Dritter waren, da hat schon ein bisschen Druck gelastet auf einem. Schön. So, weniger als 4 Minuten Strafzeit. Wunderbar. Boah, die hauen uns schon ordentlich was raus wieder, ne? Gut, die haben aber auch die Reparaturen so gezahlt. Und die Wäsche, die Autowäsche, die war ganz, ganz wichtig. Damit wir schön strahlen können auf dem Podest. Und wir sind direkt auf Stufe 4. Jawohl. Immer weiter so. Diese Lizenz hebt dich auf die nationale Ebene. Du bist jetzt für die nächste Stufe bereit. Auf die nationale oder die internationale? Ist aber auch prinzipiell egal. Das war bis jetzt schon ein sehr, sehr schöner erster Eindruck. Arbeit. Du hast bereits eine Menge Geld verdient. Du kannst jetzt ein eigenes Auto kaufen und dein eigenes Rennteam zusammenstellen. Wähle Fahrzeuge im Hauptmenü, um eines zu kaufen. Ja, Leute, das können wir dann machen. Gerne beim nächsten Mal, dann in der nächsten Folge. Und ihr könnt auch gerne dabei sein. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch sehr über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr neu auf dem Channel seid, könnt ihr mir ja gerne ein Abo dalassen. Und wenn ihr Interesse an dem Game habt, könnt ihr auch mal in die Beschreibung schauen. Dort ist das ebenfalls verlinkt. Da kommt ihr direkt hin und könnt mir auch ein bisschen Support damit geben. Und ansonsten könnt ihr mir auch auf den ganzen Social Media Kanälen folgen. Die sind ebenfalls verlinkt. Ich spam euch da nicht zu Tode, aber versorge euch da hin und wieder mit ein paar nützlichen Informationen. Ansonsten werden wir jetzt die nächsten paar Tage, ich denke mal, die Folgen bis Freitag oder vielleicht auch bis Samstag. Ich muss mal gucken. Ich muss ja auf dem PC dann den ganzen Fortschritt hier nochmal nachholen. Bis Samstag, die Folgen werden wahrscheinlich alle auf PS4 Pro sein. Und dann vielleicht geht es dann wieder mit 4K weiter sogar. Und ja, das wäre wahrscheinlich ziemlich, ziemlich geil, Rally in 4K zu sehen. Ja, freut euch drauf. Ich freue mich ebenfalls drauf. Ich muss echt sagen, die erste halbe Stunde war mega geil, hat mir mega fett Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Wie gesagt, bis zum Ende der Woche kommt noch einiges zu Dirt 4. Ich habe mich sowas von auf das Game gefreut und bis jetzt wurden meine Erwartungen erfüllt, / übertroffen. Und ja, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.